Live-Musik auf dem Weihnachtsmarkt in Warnemünde. Damit soll jetzt Schluss sein. Das fordert eine neue Bürgerinitiative. Unter dem Namen Warnemünde ist kein Ballermann, fordert Initiator Karl Räuber, dass Ruhe einkehren soll, weil laute Musikveranstaltungen in der Weihnachtssaison eine enorme Belastung für die Anwohner werden könne. In diesem speziellen Fall wünschen wir uns, dass zur Weihnachtszeit, der einen Eventcharakter jetzt gewonnen hat hier schon, der ist noch nicht mal so ruhig wie der in Rostock auf der Kröpi, der ist viel lauter und viel mehr auf Event ausgerichtet. Wir wünschen uns, dass die Musik leiser gedreht wird oder dass die Liveband-Konzerte zumindest an noch mehreren Tagen eingeschränkt werden. Karl Räuber hatte zur ersten von 4 Unterschriftenaktionen auf den Kirchenplatz in Warnemünde geladen. Ein Unterstützer, der anonym bleiben wollte. Weil ich hier wohne und weil ich nicht abends um 22 Uhr bum, bum, bum hören möchte, durch die Wände. Das ist ein geschlossener Platz und der Schall, der reflektiert sich doch, ist doch klar. Da wird er reflektiert hier von rundherum. Wie kann man dann vor der Kirche, wo wir jetzt den Brunnen gebaut haben, wo schöne Blasmusik vom Gemeindehaus manchmal erschallt, wunderschön, Konzerte, wunderbar, warum soll nicht auch hier die von der Gastronomie da, wenn er niveauvoll da seine Bänke hinstellt. Aber Standkörbe, jetzt stand da wochenlang Standkörbe. Na, wozu haben wir? Aber da nicht am Strand, da dann hier vom Kirchenplatz. 200 weitere Leute waren auf den Kirchenplatz gekommen, allerdings nicht, um zu unterschreiben. Nein, sie protestierten gegen diese Unterschriftenaktion. Ich bin nicht nur dafür, dass es so bleibt, wie es ist, sondern ich bin sogar eine, die dafür einsteht, zu sagen, setz doch da nicht einen Alleinunterhalter hin. Wie armselig ist denn das? Spielt doch bitte im Duo oder im Trio oder so, dass ein Bass dabei ist. Oder ich bin sogar die, ne? Also weit entfernt, das ist wirklich weit entfernt von Ballermann-Musik, was da stattfindet in unserem kleinen Zelt. Auch Michael Pasch, Vorstand vom Handels- und Gewerbeverein Warnemünde, versteht die Bürgerinitiative nicht. Er hat 16 Ferienwohnungen direkt am Kirchenplatz. Seine Gäste kommen gerade wegen der Live-Musik in der Weihnachtszeit. Also wir als HGV, die ja den Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenplatz veranstalten, sind völlig überrascht über diese Initiative von wenigen, die wir wollen von für Warnemünde einen Weihnachtsmarkt machen. Und dazu gehört Live-Musik in den Zeiten bis maximal 22 Uhr am Wochenende und in der Woche bis 21 Uhr. Mehr wollen wir, mehr werden wir nicht machen. Und Sie sehen die Resonanz, dass man dagegen ist, ist wenig. Und die Leute sind alle dafür, dass wir weiter Aktivitäten in Warnemünde machen. Die Behauptung, dass die Live-Musik viel zu laut sei, kann auch Karl-Heinz Balloff vom Kirchenförderverein nicht nachvollziehen. Und die Argumentation, hier sei ein Ballermann oder das ist einfach eine falsche Bezeichnung. Wir sind da weit von entfernt. Und der Ballermann, das weiß auch ein jeder, ist heute ja nicht mehr der Ballermann, wie er mal war, sondern hier ist der Vergleich völlig überzogen. Krawallmusik, Ballermann, das ist nicht Warnemünde. Nein, hier ist echte Kultur. Wir sind stolz darauf, in diesem Ort viele Musiker zu haben. Was ist jetzt für Warnemünde das Richtige? Wir wollen das an dieser Stelle nicht entscheiden. Die Bürgerinitiative Warnemünde ist kein Ballermann hatte am Sonntagvormittag auf Nachfrage von MV1 etwa 5 Unterschriften gesammelt. 100 sind das Ziel. Allerdings scheinen die Befürworter für die Live-Musik am Kirchenplatz in Warnemünde bei der ersten von 4 Aktionen wesentlich mehr gewesen zu sein.